In Jesu Namen, Amen. In großer Eile und ohne nach links und rechts zu gucken, stürmt ein Mann auf den Fähranleger zu. Er schmeißt noch seine Aktentasche an Bord, springt hinterher, schafft es gerade, sich noch an Bord zu ziehen und trotz eines Satzes nasser Füße sagt er, oh, gerade noch geschafft. Der Matrose, der ihn beobachtet, sagt, gar nicht mal so schlecht. Aber warum haben Sie nicht gewartet, bis wir angelegt haben? Mit unserer menschlichen Geduld ist das so eine Sache. Ich vermute stark, dass wir nicht allzu viel davon in die Wiege gelegt bekommen haben. Umso wichtiger ist, dass der Heilige Geist diese wunderbare Charaktereigenschaft Geduld in uns wachsen lassen kann. Aber eins nach dem anderen. Also zunächst eine kleine Umfrage. Ich plane heute eine Stunde, 15 Minuten zu predigen. Wer hält so lange durch? Spaß beiseite. Spaß beiseite, genau. Timmy hält nicht so lange durch. Wer hat den Eindruck, jetzt ganz ehrlich, so Spaß beiseite, wer hat den Eindruck, dass er im Laufe seines Lebens Stück für Stück geduldiger geworden ist? Würde mich auch dazu rechnen. Sind doch so einige. Dankeschön. Das war eine ganz ehrliche Meinung. Und gibt es jemanden heute Morgen, der von sich sagen würde, so mit echter Überzeugung, ich bin ein geduldiger Mensch? 1, 2, 3, 4, 5. Dankeschön. Vielen Dank für diese ehrliche Geschichte. Aber ihr merkt so, sich als geduldiger Mensch zu betrachten, das gibt echt wenige. Und ist es gerade vor diesem Hintergrund, ist es nicht umwerfend stark, dass der Heilige Geist im Leben eines Christen Geduld hervorbringen möchte, dass Christen wirklich Stück für Stück geduldiger werden können? Ich finde das grandios. Hier nochmal die zentrale Bibelstelle, in der es jetzt in unserer Predigtserie geht, der Brief an die Galater. Da geht es um die sogenannten Früchte des Geistes. Paulus schreibt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, und dann kommt die Aufzählung, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 9 wunderbare Charaktereigenschaften, die Paulus hier aufzählt. Ich meine, wer hätte die nicht gerne in seinem Leben? Und gerade auch geduldiger zu werden, kann doch keinem schaden, im Gegenteil. Schon im alttestamentlichen Buch der Sprüche, da heißt es, wer es zu eilig hat, macht Fehler. Das kann jeder von uns aus eigener Erfahrung bestätigen. Wer zu eilig ist, macht Fehler. Mit Geduld halten wir unsere Fehlerrate klein. Aber was meint Geduld nun genau? Wir dürfen Geduld nicht verwechseln mit Fatalismus, Schicksalsergebenheit. Nach dem Motto, ich akzeptiere die Dinge einfach so, wie sie sind, ich kann da doch nichts dran ändern. Alles Kismet, Schicksal. Solch eine fatalistische Lebenseinstellung, das ist mein privater Albtraum. Finde ich gruselig. Hier mal eine Definition von Geduld, die ich fand. Geduld, so wie sie in der Bibel beschrieben wird, ist eben nicht eine passive Geschichte, ich kann da doch nichts beim machen, sondern ist eine aktive Haltung. Sie lässt sich durch schwierige Umstände nicht so leicht erschüttern und setzt sich beharrlich dafür ein, dass Gottes Wille Wirklichkeit wird. Diese Geduld hat ihr Fundament in Gottes Geduld mit uns. Das ist die Grundlage. Und jetzt kommt das Besondere. Geduld im biblischen Sinn hat also immer Gott mit auf dem Schirm. Weil er geduldig mit uns ist, dürfen wir uns geduldig für seine Sache einsetzen. Geduld als Frucht des Heiligen Geistes wächst nur dann in uns, wenn wir ständig in Kontakt mit Gott bleiben. Das ist das
Entscheidende. Aus diesem ständigen Kontakt mit Gott entspringen zwei wichtige Dinge für uns. Wie bei allen anderen Früchten, der ganzen Aufzählung da, wie bei allen Früchten des Geistes, gilt auch für das Wachsen der Geduld. Es gibt einen Teil, den der Heilige Geist dazu beiträgt, und dann gibt es auch noch einen Teil, den wir selbst dazu beitragen dürfen. Also nochmals, diese wunderbaren Charaktereigenschaften, diese Früchte des Heiligen Geistes, dass die in uns wachsen, hängt an Gottes Seite durch seinen Heiligen Geist und es hängt auch an uns. Wir können unseren Beitrag dazu leisten, dazu gleich mehr. Das andere, was aus dem ständigen Kontakt mit Gott entspringt, ist, im Geduldigsein lernen wir auf Gott zu hören. Und wir entwickeln auch ein Gespür für sein Timing. Die Bibel nennt diesen Moment, wenn Gott handelt, wenn er eingreift, Kairos. Das heißt übersetzt eigentlich so viel wie genau zum richtigen Zeitpunkt. Im Gegensatz zu uns Menschen hat Gott ein perfektes Händchen fürs Timing. Gott kommt nicht zu früh, Gott kommt auch nicht zu spät, Gott kommt genau im richtigen Moment. Das hört sich in der Theorie richtig gut an, in dem Alltag, in der Praxis ist das meist zum Haare raufen. Gott kommt nicht zu früh heißt, dass Gott uns nicht überrumpelt, da brauchen wir keine Angst haben. Gott kommt nicht zu spät heißt, dass unser Vertrauen und damit auch unsere Geduld gefordert ist. Gott scheint Nerven aus Stahlseilen zu haben. Für mein Empfinden kommt er meist irgendwie zu spät. Das bedeutet aber, ich muss meinen Glauben stärken, dass er eben nicht zu spät kommt. Gott kommt genau im richtigen Moment, bedeutet Hoffnung. Ich darf hoffen, dass Gott im exakt richtigen Moment eingreift. Also was exakt richtig ist, nach Gottes Plan, nicht nach meinem. Das kann manchmal so zum Haare raufen sein, weil das so auseinanderklafft. Gott wünscht sich, dass wir seinen Heiligen Geist immer wieder neu bitten, an uns zu arbeiten und uns zu helfen, Geduld zu üben. Wie gesagt, dass wir geduldiger werden, liegt daran, dass wir den Heiligen Geist einladen, an uns zu arbeiten und dass wir unseren Beitrag dazu tun. Wie kann jetzt unser Beitrag dazu aussehen? Indem wir Geduldsproben bestehen. Ne? So wie die beiden Mädchen vorhin in dem Video. Die eine hat es nicht geschafft, die Geduldsprobe zu bestehen mit der Verlockung des Marshmallow. Uah. Genau, mir hätte man noch 10 Stück vortischen können. Ich hätte die spielend abgelehnt. Aber gut, also Geduldsproben. Gott lehrt uns Geduld, indem er uns 4 Arten von sich steigenden Geduldsproben zumutet. Erste Geduldsprobe, Unterbrechung. Wenn wir zu Hause fertig sind mit dem Mittagessen, dann dauert das nur ein paar Minuten und dann geht es los. Alle verdrücken sich auf unsere stillen Örtchen. Wir haben 4 Stück. Ich nehme meine Zeitung mit. Das passt gut zusammen. Männer-Multitasking. Und komischerweise stehen plötzlich, wenn man da so auf dem Lokus sitzt, die Chancen gut, dass jemand entweder anruft oder der Paketservice an der Tür klingelt. Liefke, Piet, Silke, kann mal jemand von euch rangehen? Keine Reaktion. Alle stillen Örtchen sind besetzt. Mist. Geduld zu lernen heißt, für den Anrufer gibt es einen Anrufbeantworter und der Paketservice muss dann eben mal eine Nachricht hinterlassen. Davon geht die Welt ja nicht unter, oder? Ähnlich nervig sind Telefonanrufe mitten in einem spannenden Film. Oder kleine Kinder, die genau dann auf der Matte stehen, wenn Papa und Mama sich aufeinander konzentrieren wollen. Ich habe richtig großen Respekt vor unseren Feuerwehrleuten, die sich zu jeder Tag- und Nachtzeit unterbrechen lassen. Zweite Geduldsprobe, Unannehmlichkeiten.
Lukas berichtet in seinem Evangelium von einer Frau, der es schwer fiel, angesichts von Unannehmlichkeiten nicht die Geduld zu verlieren. Jesus ist mit seinen Jüngern bei Maria und Martha zu Gast. Martha ist eifrig damit beschäftigt, das Essen für die Gäste zuzubereiten, und Maria macht einen auf faule Socke. Die Schärfe ihrer Ungeduld von Martha kann man aus dem Tonfall regelrecht heraushören. Da heißt es bei Lukas, schließlich stellte Martha sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Die Ungeduld in Person. Eine andere Unannehmlichkeit haben wir hier direkt vor Ort vor unserer Nase. Die Sanierung der Bemühler und irgendwann auch der Kirchstraße. Wie nervig ist es doch, dass man auf dem Weg nach Bram steht, ständig die Umgehung fahren muss. Entweder über Bruggenlande ganz, über den Klint oder über den Schäperretter. Und wegen des Verkehrsaufkommens auf den Nebenwegen wird da sogar schon mal geblitzt. In Schäperreber habe ich mir 2 Tickets binnen einer Stunde eingefangen. Einmal schön mit Bild von links und einmal schön mit Bild von rechts. Bis zum Jahresende soll das alles fertig sein, da dürfen wir uns noch kräftig in Geduld üben. Gleiches gilt für den Autobahnausbau. Alle, die zur Arbeit nach Hamburg pendeln, haben Gelegenheit satt, Geduld zu üben. Dritte Geduldsprobe, Ärgernisse. Dazu gehören all die vielen Kleinigkeiten, die uns im Alltag stören. Staus auf der Autobahn, Warteschlangen an der Kasse, verspätete Züge oder Flieger, verlegte Schlüssel oder Brillen, besetzte WCs, ein spinnender Computer, Nachbarn im Grillfieber. Jeder hat da seine eigene Liste. Gegen den überwiegenden Teil dieser Ärgernisse können wir nichts unternehmen. Also müssen wir lernen, damit umzugehen. Dass Ärger gepaart mit Ungeduld nicht gut ist, sehen wir an einer Begebenheit aus dem 4. Buch Mose. Ich habe uns da mal eine Geschichte mitgebracht, die geht über 2 Folien. Da kommt man erst beim genauen Lesen drauf, wo da der Ärger drinsteckt. Im 1. Monat, also Mose war mit seinen Israeliten aus Ägypten ausgezogen und sie ziehen jetzt durch die große Wüste auf der Sinai-Halbinsel. Im 1. Monat kam die ganze Gemeinschaft der Israeliten, also immerhin bummelig 500.000 Leute, in die Wüste Zin und schlug das Lager bei Kadesh auf. Dort starb Mirjam, wurde begraben, Moses Schwester. In Kadesh gab es kein Trinkwasser, deshalb versammelten sich die Israeliten aufgebracht bei Mose und seinem Bruder Aaron und machten Mose Vorwürfe. Wären wir doch nur zusammen mit unseren Landsleuten gestorben, in Klammern damals in Ägypten, als der Herr sie umkommen ließ. Hast du uns, das Volk des Herrn, in diese Wüste geführt, damit wir hier mit unserem Vieh sterben? Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Mose und Aaron gingen von dem Menschenauflauf weg zum Eingang des Zeltes Gottes und warfen sich dort zu Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sprach zu Mose: Nimm den Stab, das ist den er schon hatte bei den 10 Plagen, ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron die ganze Gemeinschaft zusammen. Redet dann vor den Augen der Israeliten mit dem Felsen dort, dann wird Wasser aus ihm fließen. Du wirst Wasser aus dem Felsen quellen lassen, alle Menschen und ihrem Vieh Trinkwasser geben. Da holte Mose den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr ihm aufgetragen hatte. Anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen, rief Mose. Was meint ihr? Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Und Mose holte aus und schlug 2-mal mit dem Stab auf den Felsen. Da strömte Wasser heraus, sodass alle Israeliten und ihr Vieh genug zu trinken hatten. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht vertraut und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt, sollt ihr mein Volk nicht in das Land führen, das ich ihnen geben werde.
Auch hier können wir so zwischen den Zeilen lesen, wie ärgerlich, wie genervt Mose über die Israeliten war. Jahrelang hat er ihr Nörgeln ertragen. Jetzt platzt ihm der Kragen. Anstatt, wie Gott ihm aufgetragen hat, zu dem Felsen zu sprechen, dass da Wasser kommen möge, schlägt er voller Zorn und Ungeduld auf den Felsen ein. Seine Ungeduld verleitet ihn dazu, Gott ungehorsam zu sein, mit der drastischen Konsequenz, dass er das gelobte Land nicht betreten würde. Wir sehen, selbst geduldige Menschen, und Mose war da ja schon hoch betagt, scheinen einmal an ihre Grenzen zu kommen. Wenn uns Ärgernisse über den Weg laufen und unsere Geduld auf die Probe stellen, dann ist es gut, die Lektion der Auster zu lernen. Die Auster nimmt ein Ärgernis, ein Sandkorn, und verwandelt es in eine Perle. Will sagen, wir lernen Geduld, indem wir positiv auf Ärgernisse reagieren. Jetzt zur vierten und härtesten Geduldsprobe. Das ist die Untätigkeit. Die meisten von uns würden lieber alles Mögliche andere tun, als zu warten. Ich meine, wer wartet schon gern im Wartezimmer, in der Supermarktschlange oder auf dem Krankenbett? Das ist doch irgendwie total unproduktive, verschenkte Zeit. Aber das eine oder andere Mal gerät fast jeder von uns im Leben in Situationen, wo uns weder unser Geld, noch unsere Kraft, noch unsere Intelligenz, noch unsere guten Beziehungen und scheinbar nicht einmal das Gebet weiterhelfen. Dann stehen wir da und fragen, lieber Gott, wie lang muss ich noch warten, bis du mir eine Tür öffnest? Solche Momente gehören zu den schwersten im Leben. Drei Beispiele dazu. Erstmal eine kleine Geschichte. Eine Novizin, eine Nonnenanwärterin für alle Protestanten und ein Priester, also eine Novizin und ein Priester, sind in den Bergen unterwegs. Sie geraten in einen heftigen Schneesturm. An ein Nachhausekommen ist nicht mehr zu denken. Die beiden müssen in einer Hütte übernachten. Es steht ein Bett und ein Schlafsack zur Verfügung. Der Priester überlässt der Novizin das Bett, er ist ein Gentleman, und nimmt den Schlafsack. Die Novizin kuschelt sich ins Bett, er zwängt sich in den Schlafsack und zieht den Reißverschluss hoch. Kurz vor dem Einschlafen sagt die Novizin, du, mir ist so kalt. Könntest du mir vielleicht eine Decke holen und über mich legen? Der Priester öffnet seinen Schlafsack, steht auf, holt eine Decke, legt sie auf die Novizin. Zurück im Schlafsack schläft er sofort ein. Aber kurz darauf hört er wieder, du, ich friere noch immer, könntest du mir noch eine Decke besorgen? Er öffnet den Schlafsack, geht eine Decke holen, legt sie über die Novizin. Zum dritten Mal jammert die Novizin, mir ist immer noch viel kälter, kannst du mir nicht noch eine Decke holen? Nun steht er von seinem Lager auf, stellt sich vor der Novizin hin und sagt, ich habe eine wunderbare Idee. Weil niemand wissen kann, was hier oben in den Bergen geschieht, lass uns so tun, als wären wir ein eingespieltes Ehepaar. Sie ist nicht abgeneigt. Ja gut, warum nicht? Nun holt er tief Luft und schreit, dann hol dir die verflixte Decke doch selber. Diese spaßige Geschichte macht deutlich, auch Eheleute brauchen Geduld miteinander. Und der Priester und die Novizin, die stehen von ihrem Beruf her ja auch für die Frage, muss ich überhaupt einen Ehepartner finden, um glücklich zu sein? Und wenn ich, wie die meisten Menschen, auf der Suche nach einem Partner bin, habe ich die Geduld zu warten und vertraue ich Gott, dass er mich einen Partner finden lässt, der nicht nur zu mir passt, sondern der auch mit Jesus lebt wie ich? Ich weiß, dass wir einige leidgeprüfte Eheleute unter uns haben,
die allein als Christen in der Ehe sind. Das ist oft eine jahrelange Geduldsprobe, begleitet von tausenden Gebeten, bis dann im glücklichen Fall der Partner auch zu Jesus findet. Gott versorgt uns nicht nur mit dem täglich Brot, auch mit geeigneten Ehepartnern. Habe ich die Geduld, auf den geeigneten Partner zu warten? Eine weitere harte Geduldsprobe können Krankheiten sein. Ich weigere mich bislang hartnäckig, die Hoffnung aufzugeben, dass Gott meine Silke eines Tages aus dem Rollstuhl aufstehen lässt. Immer wieder bete ich dafür, und das ist schon eine Geduldsprobe der besonderen Art. Als Pastor gibt es für mich noch eine spezielle Geduldsprobe, und die betrifft die Situation hier in unserer Kirche, die ja meiner Ansicht nach geistlich so derbe da niederliegt. Wie lange müssen wir noch warten, bis Gott einen neuen Aufbruch, eine neue Reformation in unsere vertrocknete Kirche schenkt? Auch an dieser Stelle werden unsere Geduldsmuskeln kräftig trainiert. Egal in welcher Geduldsprobe wir auch immer stecken, entscheidend ist, dass wir in der Geduldsprobe den Kontakt zu Gott halten. Wie gesagt, Geduld ist ja eine aktive Haltung in Geduld, und ich übe mich da drin, zu gucken, wann schenkt Gott diesen besonderen Moment. Wann greift er ein? Wann öffnet er eine Tür? Wann tun sich neue Möglichkeiten auf? Das ist diese aktive Komponente in all der Geduld, die wir aufbringen müssen. Und wenn wir unter allen Umständen an Gott dranbleiben, dann können wir uns auch sowas gefallen lassen, dann können wir uns auch sowas von ihm sagen lassen, wie schon der Prophet Habakuk gesagt bekommen hat. Dem sagte Gott: Was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgelegten Zeit, in Klammern, die kennst du nicht. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert.